in deinem Umfeld mit Blick auf Freundinnen und Freunde in der Schule beispielsweise oder in Vereinen. Wie wurde das aufgefasst? Also ich weiß das jetzt noch als jemand, der etwas älter ist, das sieht man auch, dass in dem Zusammenhang das vor ein paar Jahren noch so ein bisschen mit Naserümpfen gesehen oder angenommen wurde. Also etwas, ich will nicht sagen mit einem negativen Touch, aber es hatte etwas anderes an sich, wenn man gesagt hat, ich bin Veganer und bitte nehmt darauf Rücksicht, wenn man eingeladen wurde. Wie ist das bei dir gewesen? Also das ist heutzutage leider immer noch so ein bisschen, aber es kommt doch drauf an, wo man ist. Also jetzt hier in so ländlichen Regionen ist das noch nicht so etabliert. Also da merke ich schon, wenn man in Restaurants geht, da ist vegan noch nicht so ein Begriff. Oder auch in der Schule, wo Leute dann manchmal ein bisschen komisch gucken, also ein bisschen verwirrt sind. Jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, aber es ist einfach was Neues und was Ungewohntes für die Leute. Wenn man dann aber in große Städte geht, wie zum Beispiel Berlin, wo ich ein paar Freunde kennengelernt habe, da ist das Ganze viel etablierter. Man findet überall irgendwas Veganes und es gibt auch viel mehr Leute, die dem Thema gegenüber offen sind und für die das nicht so Neues und Unbekanntes ist. Mhm.